Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube diese Woche. Es geht wieder um das Thema Fußschmerzen und ich möchte euch gerne zwei Dinge näher bringen, und zwar den Unterschied zwischen einer mechanischen Fußbelastung, zum Beispiel durch Druck und durch Fehlbelastung, und einer Entzündungsreaktion in den Füßen. Dafür habe ich euch hier diesen Korkfuß mitgebracht. Da möchte ich euch einiges dran erklären. Ja, was ist der Unterschied und woran kann man denn wirklich die Ursache feststellen, warum es zu Fußentzündung, Fußschmerzen, Druckschmerzbelastung und so weiter kommt? Als erstes geht es um die mechanische Fußfehlstellbelastung. Das heißt, die bekannteste, und das hat jetzt hier dieser Korkfuß nicht, da geht es jetzt um den Hallux valgus. Das heißt, hier bekommt der Fuß eine Fehlstellung, indem die Zehen meistens so nach innen fehldeformiert werden. Das heißt, hier gibt es dann dieses Überbein und die Zehen werden einfach sehr stark komprimiert, was vor allen Dingen dadurch zustande kommt, dass die meisten Schuhe, die wir tragen, heutzutage viel zu eng sind. Das bedeutet, wenn man sich den Fuß anschaut, die Fußform und die Form der Schuhe, dann wird man meistens feststellen, dass jetzt die Zehenfreiheit sehr stark eingeschränkt ist. Und das kann eben dazu führen, dass es zu einer Fehlstellung der Füße kommt, zum Beispiel in Form von einem Hallux. Das heißt, hier oder auch an dieser Seite, meistens ist das an der Innenseite, entsteht so eine Art Überbein und die kann sehr schmerzhaft sein. Wenn jetzt der Fuß abrollt, ja, wie es bei den meisten Menschen so geschieht, da komme ich jetzt gleich auch nochmal drauf zu sprechen, was hat der Ballengang eigentlich dort auch Positives, was kann er dort bewirken, dann ist es so, dass wenn der Fuß einen Hallux hat, dass meistens das Abrollen auch noch über die Fußinnenkante geschieht. Ja? Das heißt, hier wird das Fußgewölbe ausgetreten. Also dieser Korkfuß hat ein sehr schönes Fußgewölbe. So sollte das eigentlich auch aussehen. Also das ist hier eigentlich ein sehr gesunder Fuß. Ich zeige das jetzt einfach mal. Und wenn man eben Fußfehlstellungen hat, dann findet das Abrollen meistens so statt, dass es über die Innenkante stattfindet. Und dann wird natürlich auch hier der Hallux valgus immer wieder gereizt und es kann dort zu Entzündungen kommen. Das sind die sogenannten mechanischen Entzündungen, von denen ich gerade spreche, bei Fußfehlstellungen. Im Grunde ist der Hallux valgus ähnlich wie ein Fahrradständer. Der sorgt einfach dafür, dass die Körperstatik nicht so stark nach innen fällt. Im Grunde stützt der den Fuß so, dass der Fuß gerade auftreten würde. Das hat sich die Natur einfach deshalb überlegt, damit wir wieder in die natürliche Statik zurückfinden. Wenn wir allerdings weiter nach innen abrollen, was im Grunde aber auch nicht in den Füßen entschieden wird, sondern in der gesamten Körperstatik, schaut euch dazu auch noch mal bitte die anderen Filme an zum Thema die Körperstatik, was hat die Körperstatik mit deinen Füßen zu tun, dann kann eben eine Regulation über Einlagen, also über die Füße, nicht stattfinden. Das wichtigste Element ist dabei die Hüfte. Wenn die Hüfte starr ist, kann sich auch der Auftritt nicht anders ausdrücken als über ein mechanisches Abrollen, meistens über die Innenkante. Das Abrollen sollte außerdem auch nicht über die Außenkante stattfinden, weil dort ähnliche Fehlstellungen verursacht werden können. Und ihr könnt euch ja nochmal die Filme anschauen, warum es wichtig ist, dass ihr gehen lernt wie die Kinder. Die sind vorfüßig unterwegs, sind Ballengänger, wobei ganz wichtig ist, dass zum Schluss auch die Ferse zum Boden kommt. Das heißt, wenn wir den Fuß locker hängen lassen, dann ist es wichtig, dass zum Schluss die Ferse zum Boden kommt. Also Ballengang bedeutet eben nicht, dass wir nur auf den Ballen laufen, ja, weil dann würden wir hier eine Verkürzung der Achillessehne verursachen. Und in dem Moment, wo die Ferse zum Boden kommt, findet eine schöne Ausdehnung statt in der Achillessehne, die zur Entspannung führt im gesamten Nervensystem. So, das ist also die erste Form von Fußentzündung, die ist mechanisch veranlagt, das heißt durch eine Körperstatikveränderung. Da ist es eben sinnvoll, dass man den Ballengang erlernt, dass man an der Kopfhaltung arbeitet, dass man an der lockeren Hüfte arbeitet. Dazu könnt ihr euch auch nochmal die Übungen anschauen in der Online-Ballengangsschule. Da gibt es eben diese ganzen Übungen zur Körperstatikregulation bis hin zum Ballengang-Yoga, wo der Körper anhand von einfachen Übungen, dass sich der Körper rückerinnern kann an die Statik, für die er auch gemeint ist. Ja, jetzt kommen wir zu einer weiteren Entzündungsreaktion, vor allen Dingen in den Füßen, und dafür zeige ich euch die Fußsohle.
Die Fußsohle ist sehr empfindlich und im Grunde ein geniales Wunderwerk der Natur, weil hätten wir nicht so empfindsame Fußsohlen, dann könnten wir eben zum Beispiel nicht Kälte und Wärme wahrnehmen oder auch Unebenheiten. Deshalb ist es eben wichtig, dass alle Nerven an den Fußsohlen enden. Das heißt, über die Füße bekommen alle Organe und alle Organfunktionen die richtigen Informationen und auch vor allen Dingen Stimulationen. Ja? Das heißt, ihr kennt es wahrscheinlich auch aus der Fußreflexzonentherapie, wenn ihr hier bestimmte Zonen drückt, dann stimuliert ihr auch positiv die Organe. Das heißt, hier zum Beispiel ist die Magenzone und wenn man die massiert, dann kann man eben auch gleich die Nerven stimulieren, die bis in den Magen hineinziehen. Also da gibt es eben ganz schöne Abbildungen auch und Farbzeichnungen, wo man diese ganzen Fußreflexzonen sehen kann. So, jetzt ist es so, dass viele Menschen Schmerzen haben in den Füßen und das ist eben deshalb, weil so viele Nervenenden in der Fußsohle enden und deshalb ist der Fuß besonders empfindlich für Schmerzen und prädestiniert für Schmerzen. Und außerdem, was auch noch sehr unbekannt ist, ist, dass der Fuß, speziell hier die Fußsohle, auch viele Ablagerungen haben kann. Und die möchte ich euch jetzt gerne mal erklären, was das sein kann, was sind das für Ablagerungen und warum verursachen die Schmerzen. Ja, wenn ihr euch eben, wenn ihr erstmal weiterdenkt, dass Fußschmerzen eben nicht unbedingt mit den Füßen zu tun haben, sondern mit dem gesamten Organismus, auch mit dem Stoffwechsel, kommen wir der Wahrheit noch näher. Im Grunde geht es darum, dass viele Fußbeschwerden Organschäden mit sich bringen. Das heißt, vor allen Dingen das Organ, was im Körper für die Entgiftung nötig ist und wichtig ist, ist die Leber. Und in der Leber werden viele Entscheidungen getroffen, ob wir im gesamten Körper auch bis in die Füße hinein Schmerzen bekommen. Die Leber ist ein Wunderwerk der Natur und das meistverkannteste Organ in dieser Zeit überhaupt, weil die Leber in sich fast keine Schmerzen haben kann, außer sie ist so massiv eingeschränkt in einem Spätstadium, dass sie sich dann erst bemerkbar macht. Und in diesem Stadium können auch erst die Leberwerte verändert sein. Das heißt, im frühen Stadium arbeitet die Leber über Jahrzehnte für euch und verrichtet wundervolle Dinge für euch. Sie hält euch im Grunde den Rücken frei für ein schönes Leben, indem sie entgiftet, indem sie Gifte speichert, indem sie Zucker für euch, die wertvollen Zucker, die zum Beispiel aus den Früchten kommen, diese Zucker für euch speichert. Ja, also sie hat im Grunde ist die Leber ein Organ, was viele Fächer hat, ja, viele Staufächer. Und in den meisten Staufächern der Menschen in den Lebern sind Gifte deponiert. Ja, das heißt Schwermetalle, Pestizide, Herbizide, DDT, alle möglichen Gifte, Schwermetalle und so weiter, denen wir heutzutage ausgeliefert sind. Und die befinden sich in den meisten Regalen der Menschen in den Lebern. Und genau das ist das größte Problem, weil die Leber benötigt eigentlich diesen Stauraum für was ganz anderes, nämlich für Vitalstoffe, für wertvolle Zucker, die zum Beispiel aus den Früchten kommen. Und die Leber, die stellt im Grunde immer Energie zur Verfügung. Ja, also sie ist das Organ, das zentrale Energieorgan eures Körpers. So, wenn die Leber jetzt viele Gifte angehäuft hat, dann wird sie zwischendurch sagen, Mensch, ich muss mal ausmisten und ich werfe mal alle Gifte raus, damit ich einfach wieder mehr Stauraum bekomme in meinen Fächern, damit ich die wertvollen Vitalstoffe und Vitamine und Zuckerreserven und so weiter speichern kann, um sie dann euch immer wieder zur Verfügung stellen zu können. Und in dem Moment, wo die Leber ihre Gifte ausschüttet, kommen diese ins Blut. Und da wir im gesamten Körper Blut haben, kommen diese Gifte natürlich auch besonders gern in die Fußsohle rein. Ja? Das heißt, dadurch, dass die Füße auch noch ganz unten sind, werden diese natürlich, diese Gifte über das Blut besonders gerne auch in die Fußsohlen transportiert. Auch weil die Füße besonders gut durchblutet werden müssen. Ja, sie sind ja wirklich ein Wunderwerk der Natur und haben so kleine Kapillaren und Blutgefäße, dass im Grunde der gesamte Kreislauf permanent dafür sorgen muss, dass diese auch ausreichend durchblutet werden. Und in diesem Blutkreislauf werden natürlich dann auch die Gifte mittransportiert in die Füße. Ja, und deshalb ist es dann so, dass besonders der Abtransport schwierig wird in den Füßen. Das heißt, wenn die Gifte einmal sich dort anlagern, dann verweilen sie dort und werden immer mehr. Und das kann man auch fühlen, wenn man die Füße massiert, dass manchmal solche sandigen
Knötchen zu tasten sind. Und das sind im Grunde alles Ablagerungen und so Sandkrusten nenne ich die auch immer. Und wenn die chronisch werden, ja, also wenn die Ablagerungen chronisch werden, dann verändert sich im Grunde das gesamte Fußzellenmilieu. Und darauf können sich dann auch Bakterien wie Streptokokken, die eben auch für Entzündung verantwortlich sind, übrigens auch überall im Körper, nicht nur in den Füßen, können die sich prima anlagern und dann kommt es zu Schmerzen. Ja, sobald also das Milieu verändert wird, sobald die Gifte nicht mehr abtransportiert werden können, sobald das Blut auch zu dick wird durch zu viele Gifte. Und im Grunde haben viele Menschen heutzutage sehr träges, fettes und schwer fließendes Blut. Und dann wird es eben schwieriger, da für den Organismus, speziell auch für die Füße, dafür zu sorgen, dass diese Gifte raus aus dem Körper kommen. Denn wenn die sich hier einmal anlagern, dann können die dort wirklich über sehr lange Zeit auch bleiben. Und eben darauf setzen sich dann auch gerne Streptokokken und andere Bakterien, die Entzündung hervorrufen. Dann kommt noch ein weiteres Problem ins Spiel, das sind die Viren. Das sind meistens Herpesviren, Epstein-Barr-Viren, Zytomegalie-Viren und so weiter, die in unserem Organismus auch über viele Jahrzehnte verharren können und die vor allen Dingen ein Ziel haben. Sie wollen überleben. Viren sind essende Zellen, sind essende Organismen. Das heißt, sie ernähren sich speziell von bestimmten Nahrungsmitteln wie Gluten, von Kohlenhydraten, die viel Gluten enthalten, von Zuckern. Damit jetzt die Fruchtzucker ausgeschlossen. Das sind also die raffinierten Zucker, von denen ich hier jetzt gerade spreche, von Schwermetallen, von Umweltgiften. Und deshalb lagern sich die Viren vor allen Dingen gerne in die Leber an. Und wie gesagt, zwischendurch muss die Leber einen gründlichen Hausputz machen und dann werden auch die Viren rausgeschmissen. Und Viren lieben vor allen Dingen Nervenenden. Die knabbern gerne an den feinen Enden der Nerven rum. Und diese, das hatte ich euch jetzt schon erklärt, befinden sich vor allen Dingen in der Fußsohle. Das heißt, Viren attackieren gerne die Füße, weil sie einfach dort reichhaltig Futter bekommen. Wenn dort jetzt noch Gifte angelagert werden in der Fußsohle, dann stürzen sie sich regelrecht auf die Füße. Und deshalb haben so viele Menschen eben auch Entzündungen in den Füßen. Wenn jetzt noch eine mechanische Belastung dazu kommt, wie in der ersten Phase des Videos erklärt, dann haben wir eben einen ganz großen Teufelskreis. Ja, dann werden also im Grunde die Entzündungen immer wieder stimuliert. Und durch die Fußfehlstellung werden eben diese Überbeine, von denen ich eben spreche, von dem Hallux Valgus und so weiter, immer wieder gereizt und überreizt. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, aus diesem Entzündungskreislauf wieder rauszukommen. So, was kann man jetzt tun? Man sollte dafür sorgen, dass der Körper gereinigt wird. Dafür verlinke ich euch unter diesem Video nochmal meinen neuen kostenfreien Videokurs Endlich Gesund. Da kommt ja auch ein kostenfreies E-Book dazu. Schaut euch das nochmal an, da wird nochmal genau erklärt, wie Viren, Bakterien, Schwermetalle und so weiter eine Gesamtheit bilden und warum es wichtig ist, dass man die ausleitet und wie man die ausleiten kann. Im zweiten Schritt ist es dann auch wichtig, dass man eben an der Körperstatik arbeitet, so dass man eben auch nicht mehr fehlbelastet in den Füßen, dass man an der lockeren Hüfte arbeitet. Dazu verlinke ich euch unter dem Video auch nochmal die Online-Ballengangschule. Ihr könnt auch gerne zu Seminaren kommen. Ich mache die ab Frühling wieder. Schaut euch auch mal die Tarasholz Barfußsandalen an. Die sind eben auch sehr genial, wenn man an der Körperstatik arbeitet, dass man da eben keine Sprengung unter den Füßen hat. Dazu habe ich ja auch zahlreiche Videos gemacht. Schaut doch mal an anderen Videos in dem Kanal. Und das sollte eben zeitgleich erfolgen. Die Körperentgiftung und die Umstellung auf Barfußschuhe in einer gesunden Körperstatik. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt hier nicht verwirrt mit zu vielen Informationen. Manche Informationen wiederholen sich ja auch auf diesem Kanal. Aber das war mir jetzt eben ein Anliegen, weil ich bekomme so unglaublich viele E-Mails mit Leuten, die fragen, wie kann ich denn meine Entzündung in den Füßen heilen? Und es ist eben nicht so, dass man dann eben eine Fuhre DMSO aufträgt und dann hat sich das Thema erledigt, sondern wichtig ist, dass man innerhalb des Organismus daran arbeitet, dass man den Körper wirklich putzt, dass man die Schwermetalle, die Viren, die Bakterien, auch die Schimmelpilze und so weiter alle rausbekommt, denn diese verursachen dann in den Füßen all diese Probleme. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt gesund.